Nils Schmid mit einer besonderen Mission an der Gomaringer Schlossschule. Der Wirtschafts- und Finanzminister ist einer von über 100.000 Vorleser, die sich am Freitag am bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen beteiligt haben. Die Kinder hatten großes Interesse daran, mehr über das Leben und die Arbeit des Politikers zu erfahren. Viele Drittklässler haben noch genauer nachgefragt und wollten wissen, woher Flüchtlinge Geld bekommen, wovor sie fliehen und auch wie Politiker ihnen helfen können. Thematisch dazu passend hatte Nils Schmid auch sein Vorlesebuch gewählt. Mein Freund Salim erzählt die Geschichte von zwei Geschwistern, die sich mit einem syrischen Flüchtling anfreunden. Er kann kein Deutsch, aber für das Geschwisterpaar ist klar, Freunde müssen nicht immer dieselbe Sprache sprechen.